Weitere Omikron-Fälle in Deutschland. Aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen werden dringende Verdachtsfälle der Mutation bei Reiserückkehrern aus Südafrika gemeldet. Die Parteichefs von FDP und Grünen, Lindner und Baerbock, sprachen sich am Abend in der ARD für eine deutliche Ausweitung der Impfkampagne noch bis Weihnachten aus. G7-Treffen zu Omikron-Variante. Angesichts der sich ausbreitenden Corona-Mutation hat Großbritannien für heute ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. In Europa sind am Wochenende immer mehr Fälle der Virusvariante festgestellt worden. Viele Länder haben wieder verschärfte Reisebeschränkungen eingeführt. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst verlängert. Es gebe Annäherungen in Einzelfragen, aber die dritte Runde werde am Montagvormittag fortgesetzt, sagten Länderarbeitgeber und Gewerkschaften am Abend. Gefordert wird eine Gehaltssteigerung von 5%, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat und für Pflegekräfte 300 Euro mehr. Wieder Atomverhandlungen in Wien. Nach monatelanger Unterbrechung sollen heute die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran wieder aufgenommen werden. Die USA wie auch der iranische Chefverhandler äußerten sich im Vorfeld allerdings skeptisch. Der Vertrag von 2015 sollte den Iran davon abhalten, Atomwaffen zu bauen. Vulkanausbruch auf La Palma geht weiter. Begleitet von zahlreichen Erdbeben haben sich am Vulkan im Gebirgszug Cumbre Vieja neue Schlünde aufgetan. Große Lavaströme fließen Richtung Tal und drohen weitere Landstriche zu zerstören. Der Ausbruch dauert nun schon mehr als 10 Wochen an. Das Wetter. Heute bei meist dichten Wolken gebietsweise Schneeschauer, in den Niederungen auch Regen. Freundliche Phasen und Sonne in den westlichen Landesteilen. Höchstwerte -2 Grad an den Alpen bis 6 Grad im Nordwesten.